Wie groß ist der Unterschied zwischen Alex Popp und Erling Haaland in EA FC 24? Wir beginnen mal ganz entspannt bei der Elfmeter-Challenge. Wir gucken mal, Haaland legt vor. Easy. Kann Alex Popp ausgleichen? Ist jetzt hier die Frage. Und der ist auch drin. Wir kommen jetzt mal zu den Außenschüssen und Haaland legt wie immer vor und der ist Pfosten. Ich weiß echt nicht, ob sie die auch kann. Und was? Oh mein Gott. Was sehe ich hier, ey? Wir kommen jetzt zur Volley-Challenge, aber vorher lasst unbedingt nochmal ein kostenloses Foto bzw. Abo da, weil über 85% der Leute, die das hier mal sehen, haben diesen Kanal noch nicht kostenfrei abonniert bzw. folgen noch nicht. Von daher macht das jetzt unbedingt mal und wir fliegen uns jetzt hier den Ball auch mit Haaland und der ist drin. Okay, jetzt mal Alexandra Popp. Schreibt mal gerne eure Meinung zu den Frauen in den Kommentaren. Und was war denn das? Und der ist auch drin. Als nächstes stehen die Freischüsse auf dem Zettel. Ich gehe mal mit Haaland mit einem Knuckleball. Wir schauen mal. Und boah, war das ein Brett. Und Alex Popp hier aus knapp 25 Metern mit dem Knuckleball auch. Und der ist Latte. Und jetzt das Großfinale, Leute. Beide sprinten los. Lasst mal unbedingt noch einen Daumen nach oben bzw. ein Like. Und ich glaube, das sieht relativ knapp aus. Schreibt in die Kommentare, für wen ihr eher seid. Und ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Let's go.